Hallo ihr Lieben, heute mache ich Bohnen mit Speck, dazu Salzkartoffel und Frikadellen. Die Zutaten habe ich schon mal hier hingestellt, da fangen wir mal an. Ich habe ja noch ein altes Brötchen, das ist von, ich glaube, vorige Woche. Das werde ich jetzt erstmal reiben und dann ein bisschen in Milch anlegen. Das ist für meine Frikadellen. Man kann natürlich auch schneiden. Aber das ist schon so hart. Naja, ich raspel das halt. Übrigens kann man so auch prima Paniermehl machen. Bei dem letzten Stück immer aufpassen mit den Fingern, damit ihr keine Kuppe verliert. So, schon fertig. Das gebe ich jetzt hier in die Schüssel. Dann gebe ich nur noch ein bisschen Milch drauf. Und dann kann das schön einweichen. Dann werde ich eben die Kartoffel schälen. Wenn hier so Stellen sind, die nicht schön aussehen, die schneide ich einfach weg. Da habe ich mir einen Topf mit Wasser eingestellt und da kommen die dann rein. Die Kartoffel habe ich nochmal gewaschen und in Viertel geschnitten, damit die alle die gleiche Größe haben und gleich gar werden. Dann gebe ich noch einen Teelöffel Salz hinzu und kann die schon mal aufstellen. Und in der Zeit werde ich auch schon mal die Zwiebel schälen. Denn dann ist unser Essen gleichermaßen fertig. Also mit den Kartoffeln ungefähr 20 Minuten. Also wenn das Wasser kocht, 20 Minuten. Aus den Zwiebeln mache ich eine kleine Würfelchen. Und da ist halt eine Hälfte für die Bohnen und die andere Hälfte für die Frikadellen. Die Hälfte für die Frikadellen kann ich auch schon mal zu den Frikadellen geben. Dann gebe ich auch schon zwei Eier hinzu. Und das Gehackte. Ich habe hier halb und halb. Für 800 Gramm Gehacktes nehme ich zwei Teelöffel Salz. Und frischen Pfeffer aus der Mühle. Noch einen Teelöffel Paprikapulver rosenscharf. Und noch einen halben Teelöffel Bulbiber. Das sind Chiliflocken. Wer es nicht so scharf mag, kann natürlich auch Paprika edelsüß nehmen und lässt den Bulbiber auch weg. Und dann mische ich alles unter. Und ich mache das wie immer mit der Hand. Das Brötchen war ja eingeweicht in Milch. Deswegen ist das jetzt schon gut durch. Und natürlich gerieben. Aber das Brötchen macht die Frikadellen schön fluffig. Wir wollen ja fluffige Frikadellen und keine Bremsklötze. So. Lasse ich die Masse noch ein bisschen stehen. Und gleich forme ich Frikadellen und fertig. Für meine Bohnen stelle ich mir noch einen Topf hier hin, den mache ich schon mal heiß, schön auf Stufe 6. Ich werde jetzt erstmal den Speck anbraten, also auslassen, aber damit der gut ausgelassen werden kann, werde ich ein bisschen Öl hinzugeben in den Topf. Kann schon mal warm werden, braucht nicht viel, weil aus dem Speck kommt gleich Öl raus. Dann werde ich ihn mal auspacken. Ich werde jetzt erstmal die Schwarte entfernen. Kann schon mal in den Topf. Ich
von dem anderen Stück auch. Am ersten Tag wird man die Spatel nicht essen können, aber spätestens am zweiten Tag esse ich die, dann ist sie schon schön weich. So, ich schneide jetzt Würfel raus, aber nicht zu kleine Würfel. Ich mag das halt, wenn ich noch ein bisschen was da drin habe. Und umso größer die sind, umso besser kann man die rausfischen. Mein Sohn ist ein bisschen pingelig da drin. Naja, für den fische ich die halt immer raus. Aber das ist nicht schlimm, dann habe ich ein bisschen mehr. Nun gebe ich direkt da rein. Wer es nicht so grob mag, ja, der kann ihn natürlich feiner schneiden, aber für mich ist das genauso richtig. Das ist ja ein bisschen rustikales Essen. Genau die richtige Größe. Jetzt müssen wir am Boden verteilen. Und erstmal in Ruhe auslassen. Ich habe ja TK-Bohnen. Und da ist so ein bisschen Eis dran. Aber ich werde doch. Ich werde die ganze Tüte nehmen und kurz mit Wasser abspülen. Den Speck kann ich jetzt mal ein bisschen vom Boden lösen. Jetzt habe ich auch wieder tolle Röstaromen auf dem Boden. Das gibt halt Geschmack. Also gebe ich die Zwiebeln da drauf. Lasse ich jetzt auch ein bisschen glasig werden. Aber nur glasig. Nicht verbrennen lassen. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen mit Salz. Weil der Speck ist ja schon salzig. Aber pfeffern kann ich ja machen. Und für meinen Geschmack wichtig, ich tue 2 Teelöffel Bohnenkraut dazu. Oder sogar 3. Ich mag gerne Bohnenkraut. Und dann kommen auch sofort meine Bohnen dazu. Gebe ich auch noch ein bisschen Wasser in den Topf. Ach, das duftet schon super. Mache ich schon mal eine Pfanne hier hin. Gebe auch Öl rein. Diesmal nicht so sparsam. Wir sind ja 3 Personen. Jetzt kann man natürlich genau ausmessen. Also wiegen. Das Hackfleisch wiegen ist, soll ja für 2 Tage sein. Dann die Summe durch 6 teilen, damit jeder eine Frikadelle bekommt. Aber ich mache das einmal Ärmel am Auge, sprich einfach so nach Gefühl.
Macht die aber auch nicht zu klein. Schön locker. Kann die auch schon ins Öl geben. Ich finde, bei Frikadellen muss das Öl jetzt nicht so heiß sein, um die ins Öl zu legen. Das ist bei kurzen gebratenem viel wichtiger. Kann man natürlich das Gehacktes noch abschmecken. Aber ich kenne meine Zutaten für 800 Gramm. Deswegen muss ich das nicht abschmecken. So, dann gucken wir mal, was die Frikadellen machen. Drehen. Wunderbar. Ja, sehen die Frikadellen nicht toll aus. Und vor allen Dingen sind sie schön fluffig. Die Platten mal ein bisschen umgestellt, damit ihr besser da reingucken könnt. Ah, herrlich. So, dann werde ich mal final abschmecken. Oh, da kann jetzt tatsächlich noch ein bisschen Salz dran. Und auch Pfeffer. Und noch ein kleines Stück Butter. Und dann sind die Bohnen schon fertig. Die ersten Frikadellen sind auch fertig. Will ich hier auf dem Teller zwischenparken. Und dann gebe ich die anderen Frikadellen noch in die Pfanne. Gucken, was die Kartoffeln machen. Ja, die sind auch fertig. Das heißt, die Platte kann ich ausmachen und die Kartoffel abschütten. Die lasse ich noch ein bisschen ausdämpfen. Allerdings gebe ich da auch ein Stück Butter dazu. Ja, dann mache ich mir mal einen Teller fertig. Meine Familie ist noch nicht zu Hause. Mein Sohn ist noch arbeiten. Meine Frau ist bei ihrer Schwester. Das heißt, erstmal nur für mich leckere Bohnen. Dann nehme ich mir ein paar Kartoffeln. Da ist das schon unten Fett drin, also Butter. Und eine leckere Frikadelle. Ein klein bisschen Fett lausche ich mir noch hier. Hier die Kartoffeln. Ach, herrlich. Das sind meine Bohnen mit Speck, Frikadelle und Kartoffeln.